Herzlich willkommen, liebe alle da draußen. Ich bin Professor Dirk Hirte und wir befinden uns hier in der Schallstückmacherei bei der Firma Miraphone. Und ich bin stolz, froh und glücklich, dass wir nach 1,5 Jahren Bauzeit unsere neue F-Tuba Elektra fertiggestellt haben. Es gab ein paar Merkmale, die wir verbessern wollten, die wir anders machen wollten, neue Kriterien schaffen, um die F-Tuba ein Stück weiterzubringen. Mit der Intention, einen kernigen Klang in der tiefen, in der hohen sowie in der Mittellage zu schaffen. Wir wollten ein Instrument bauen, was durch alle Lagen gleich anspricht, gleich funktioniert, in allen Dynamiken gleich funktioniert. Das bedeutet, der Kern des Klangs soll im Fortissimo wie im Pianissimo bleiben. Und ich denke, das ist uns eigentlich auch sehr gut gelungen. Alles hat angefangen vor circa 1,5 Jahren, als wir den Entschluss gefasst haben, was Neues zu machen. Dann bin ich im März 2014 hierher gekommen, habe den ersten Prototyp in die Hand genommen und habe sofort gemerkt, dass da Know-how dahinter steckt, dass die Leute sich was dabei gedacht haben, dass es ernst gemeint ist. Und ich wusste eigentlich schon ab dem ersten Moment, wo ich den Prototyp in der Hand gehabt habe, hier werden wir was Gutes auf den Weg bringen. Ich werde euch jetzt ein kleines Beispiel zeigen, wie virtuos und wie gut die Ansprache der Elektra ist. Ich werde den ersten Satz der 3 Miniaturen von Bloch spielen und dazu verabschiede ich mich und gehe mal rüber in den Maschinenraum. Ich denke, dass es uns gelungen ist, zum Thema Intonation einen deutlichen Fortschritt zu machen. Wir haben das Instrument so austariert, dass wir eigentlich keine Hilfsgriffe mehr benutzen müssen. Das bedeutet, wir können eigentlich alles so greifen, wie es für eine sechsventilige F-Tuba möglich ist. Das ist, denke ich, ein neuer Schritt, ohne dass sich die Klangfarbe ändert, ohne dass sich der zentrierte Klang ändert. So, man kann sich einfach aufs Spielen konzentrieren, aufs Musizieren und muss nicht
den ganzen Tag rumdoktern, welchen Griff benutzt man für welchen Ton, sondern man kann wirklich sich auf die musikalische Herausforderung, die man begehen möchte, konzentrieren. Wenn Sie jung sind oder alt sind oder mittelalt sind, sind Sie genau die Zielgruppe, für die wir die Elektra hergestellt haben. Denn Elektra ist für alle da, kann man eigentlich sagen. Jeder kann es spielen, ob man solistisch auftritt, ob man im Sinfonieorchester spielt oder im Musikverein. Nehmen Sie das Instrument, haben Sie Spaß und genießen Sie den Sound, den wir jetzt kreiert haben.